Ich bin nicht früher hier gekommen. Kennt ihr den Adam? Ich verstehe nicht, warum ich auf diesem Adam bin. Ich muss mich entscheiden, was ich essen will. Ja, entweder Nudeln oder Salat. Salat ist immer so schön frisch. Ich habe einen Veggie-Burger. Ich bin eine Tomate. Hallo zu einer... Schreist so richtig los. Schrei so. YouTuber, so ganz normal, wenn die Kamera angeht. So. Hallo zu einem neuen Vlog. Alidos ist mit am Stissel und es ist jetzt gerade genau 12.53 Uhr. Das heißt, wir haben noch circa 30 Minuten Zeit. Und dann fahre ich nämlich nach Frankfurt und bin dann mich auf einem Event eingeladen von Oral-B. Und wir sitzen hier gerade noch in einem schönen Café in Hannover und ich habe mir so ein geiles Holunderwasser bestellt mit frischer Minze. Und Alida hat so ein Bagel mit Baguette, mit Camembert. Da sind so drei Blätter Salat und ein Stück Camembert drauf, aber es schmeckt trotzdem voll geil. Ja. Übrigens habe ich neue Haare, also ich war gestern beim Friseur und habe mir so die Spitzen schneiden lassen, also ein bisschen kürzer. Ich hatte überlegt, dass ich mir vielleicht, wenn die wieder ein bisschen länger sind, so Ombre mache. Also hier heller und dann halt hier dunkler. Alida sagt, ich soll es nicht machen. Aber ich sage, ich mache es einfach. Ich meine, ich kann es ja mal ausprobieren, vor allem mit Olaplex ist das ja jetzt, glaube ich, also kann man die Haare ja färben, ohne die Haarstruktur zu schädigen. Das hat mir die Anna und die Shirin haben es mir geflüstert. Tschüss, Alida. Okay, es fängt an komisch zu werden, okay. So, ich bin jetzt in Frankfurt angekommen und stehe gerade vor meinem Hotelzimmer und wir sind im 25-Hour bei Levi's Hotel. Ja, gut, dass ich jetzt meine Karte wieder in die Tasche zurückgetan habe. Sehr schlau von mir. Halleluja. Hier haben wir einen Spiegel. Noch mehr Spiegel. Dann ist hier so ein Schrank. Noch mehr Spiegel. Dann eine sehr lange Leiste für Jacken. Eine Hose. Why not? Eine Tasche. Why not? Und dann ist hier das Bett. Und dann haben die mir hier Macarons hingestellt. Ein Kondom. Ich glaube, das ist vom Hotel jetzt. Auf jeden Fall habe ich hier ein Kondom, ne? Eine Praline. Diet comes from die. True. Eine recycelbare Zahnbürste. Sehr cool. Und hier ist das Badezimmer. Cooles Waschbecken. Warte, wie macht man das denn an? Ah. Hier ist die Dusche und hier eine Toilette. So, ich chill hier jetzt gerade noch ein bisschen und ich habe gerade diese Macarons probiert. Die sind so lecker. Ich glaube, das ist irgendwie der Geschmack Rose oder so. Also mega geil. Ich wünschte, ihr könntet probieren. Und ich hatte davor ja noch nie echte Macarons gegessen. Also immer nur so, ich habe mal einen bei McDonald's in Spanien habe ich mal einen Macaron probiert, aber ich glaube, das kann man ja nicht vergleichen. Das 3D oder 3D White Event geht übrigens über 2 Tage. Also heute Abend essen wir Abendessen zusammen und morgen gehen wir dann in die in das Forschungszentrum. Ja, ich glaube, das wird sehr interessant. Ich chill jetzt noch und warte, bis sich Anna und Kat melden. Kennt ihr das? Im Winter ist es so, 3 Uhr ist es hell, 2 Uhr ist es hell, 4 Uhr ist es auch noch hell, 5 Uhr, wo ist die Helligkeit hin? Wo ist die Sonne hin? Oh. Ich kann euch ja mal mein Outfit zeigen, falls euch das interessiert. Ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt. Und zwar trage ich einmal so einen Crop Top von H&M. Dann so eine Khaki-Hose. Auf jeden Fall so eine Hose mit so Taschen. Ich finde, die ist ja immer so ein bisschen im Katniss Everdeen, also das ist so eine Katniss Everdeen-Hose irgendwie. Ich weiß nicht, erinnert mich voll an The Hunger Games. Auf jeden Fall diese Hose und dann meine geilen Schuhe von Adidas. Ich liebe die, die sind so cool. Yay! Und falls sich einige fragen, woher mein Mantel ist, beziehungsweise meine Jacke mit dem Pelzkragen, das ist natürlich kein echter Pelz und die Jacke ist von ASOS. So, wir waren jetzt gerade essen. Ich bin hier mit der lieben Nie. Hi. Und Emma. Emma. Nie. Emma. Ja, sag niemals Nie. Meine Freundin sagt euch von Nie zu mir. Ich so, was? Nie. Nie? Hört sich mal asiatisch an. Ja. Ich will mit mir sein. Nie, Nie und...
Tee. So, wir sitzen jetzt alle beim Essen. Ich habe übrigens ein Oberteil von Nie ausgeliehen. Damit wir alle weiß hier sind. Ja, das ist Nie. Ich bin nicht in Wald. Aber ich bin nicht die Einzige, die in Wald. Ja, Nie hat ihr angeboten, dass sie ja auch. Und ich bin wieder reunited. Ich kann jetzt nur sagen, ja, und jetzt haben wir gerade Suppe bekommen. Und ich probiere jetzt mal. Das ist, weißt du, was das Besteck ist voll schwer. Das ist voll das hochwertige Besteck. Voll Trizeps und so. Trizeps. Weißt du, was das ist? Eine weiße Tomatencreme. Weiße Tomaten. Habt ihr schon mal weiße Tomaten? Originell, eine weiße Tomatencreme. Aber schmeckt wie Tomatensuppe, aber... Ja, weiß. Aber weiß. Mein Fuck. Das passiert übrigens, wenn ich ständig... Ich kann einfach nicht nochmal essen. Ah, oh mein Gott. Wir haben gerade ein Quiz gemacht. Und Emma und ich haben gewonnen. Und alle anderen. Und alle anderen auch. Einmal ist hier die 3D White Lux drin. Die habe ich auch zu Hause. Putzen wir mal schön damit die Zähne. Dann einmal Ersatzbürsten für die Zahnbürste. Ach, dann haben wir einen richtigen Vorrat. Und nochmal eine Zahnbürste. Dann die White Strips. Yay, es gibt jetzt endlich White Strips in Deutschland. Oh. Und da werden wir morgen nämlich auch noch was zu erfahren, weil wir in ein Forschungszentrum davon gehen. Und dann, bei diese White Strips sind extra für für sensible Zähne. Und die ich sonst immer bestellt habe, die haben die Zähne richtig kaputt gemacht. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass es endlich welche in Deutschland gibt. Und dann haben wir noch voll krass die Oral-B White 7000 bekommen. Mit so einer Hülle. Mit Bluetooth ist die. Und mit einer Hülle. Also richtig geil. Es ist echt wie Weihnachten. So, wir sind jetzt noch bei Anna und Kat im Zimmer. Mit Nie. Und... ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall... Erst so dachte ich, okay, noch kurz mit aufs Zimmer, noch mal kurz das Zimmer angucken. Da ein bisschen geredet. Gleich 5 Uhr. Wir müssen in 4 Stunden frühstücken wir alle zusammen. Und aufstehen müssen wir dann in 3 Stunden. Am besten, ich packe jetzt schon alles und so. Und dann dusche ich jetzt. Und dann muss ich einfach nur aufstehen. Ich mache mein Make-up schon am besten gleich. Und dann muss ich einfach nur aufstehen und nach unten gehen. Ich dusche auch hier. Ja, ne? Und dann ist man bestimmt wach danach, scheiße. Ja, vielleicht. Aber dann ist man aber, oder man ist immer im Dusch warm und ist schön eingekuschelt warm und dann kann man einfach. Ja, okay, stimmt, warm duschen. Gute Idee, duschen. Diese. Mann, ich will, ich habe kein Trockenshampoo. Ich mache mir einen Zopf. Ja. Ich habe Trockenshampoo. Ja, okay. Ja, ja, du kannst mein Trockenshampoo. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. So, ich gehe jetzt schlafen und dusche, glaube ich, noch vorher. Aber wir sehen uns morgen wieder, weil morgen vlogge ich auch noch. Und ich hoffe ja, dass ich das so ein bisschen kontinuierlich jetzt weiterführen kann. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao! Rede schwingt und ich glaube irgendwie, dass sie nach Schlafen hat, weil sie antwortet mir nicht. Ich bin so müde. Wir werden das dann auch zu Hause machen. Wir entführen jetzt Shantys Kamera.